Morgen, hier ist Bernd von sachsvideotraining.com. Heute geht es um das Thema Metronom. Ihr habt es schon gesehen. Das eben war ein altes Metronom, so sahen die früher immer aus. Und mittlerweile gibt es ganz verschiedene Metronome. Es gibt auch zum Beispiel ein Metronom als Handy-App. Ich zeige euch mal, was ich da benutze. Zum Beispiel. Sieht man das? Da gibt es eine Metronom-App, das sind meine Musik-Apps. Die App heißt einfach Metronom. Ganz einfach. Sieht so aus. Da könnt ihr hier oben, muss ich gerade mal schauen, wie das funktioniert. Genau. Ihr könnt hier an dem Rädchen, wenn ihr dreht, könnt ihr das Tempo einstellen. So wird es schneller, so wird es langsamer. Machen wir mal 100 oder so, 102. Und dann gehe ich einfach hier auf Start und dann läuft das. So, das ist meine Metronom-App. Er stellt das wahrscheinlich nicht so scharf jetzt, aber okay. Und jetzt zeige ich euch in diesem Video zwei, drei kleine Sachen, wie ihr mit einem Metronom üben könnt. Das ist eigentlich ganz interessant. Ihr könnt nämlich, viele denken, das Metronom hilft einem, einen besseren Rhythmus zu entwickeln, ne? Dass man rhythmisch besser wird. Und das ist aber nicht der Fall. Also das Metronom hilft dir nicht dabei, damit du Rhythmik besser verstehst oder irgendwas. Das Metronom ist dafür da, um dir, wenn du ein Stück übst, dir eine Geschwindigkeit zu geben. Also sagen wir mal, ich übe das jetzt das Stück in 100 und versuche das eben gleichmäßig in diesem Tempo weiterzuspielen. Und das Metronom, das lässt mich das kontrollieren. Das klickt. Während ich das übe, klickt das mit mir zusammen und ich kann immer genau kontrollieren, werde ich schneller, werde ich langsamer, und dafür ist das Metronom gedacht. Wenn ich jetzt eine schwere Stelle spiele, irgendwie eine technisch schwere Stelle, macht das Metronom an und dann kann ich genau hören, okay, da werde ich ein bisschen langsamer, da renne ich ein bisschen weg, ja, an der Stelle werde ich immer schneller und sowas, und dafür brauche ich mein Metronom. Jetzt könnt ihr das auf verschiedene Arten machen, die Übung. Ich mache hier mal einen Schnitt, ich hole mein Saxophon. Okay, ich habe jetzt das Metronom mal auf 64 Beats per Minute eingestellt. Ihr hört, da gibt es einen hohen Klick, also der klingt höher, klack, 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 oben klack, klack, das hört ihr wahrscheinlich. Und immer der hohe Klick, der hohe Ton, das ist die 1. Das Ganze ist ein Viervierteltakt. Und das Metronom zählt mir oder gibt mir meine Viertel zum Üben. Und jetzt kann ich, wenn ich zum Beispiel eine Tonleiter übe, ich hoffe, das hört man jetzt noch. Lauter geht es leider nicht. Wenn ich eine Tonleiter übe, dann kann ich immer einfach die Schläge nehmen, diese Viervierteltakt-Schläge, und kann darauf spielen. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gut. Wenn ich jetzt ein schnelleres Tempo will, jetzt machen wir mal das doppelte Tempo, 100, machen wir mal 150 oder so, 160, auch wieder Viervierteltakt. Jetzt spiele ich das Ganze nochmal doppelt so schnell. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt kann ich das aber auch anders machen. Ich gehe jetzt wieder auf das halbe Tempo zurück. Diese 80, und jetzt lasse ich mir von dem Metronom nicht jeden Schlag zählen, sondern nur den ersten und den dritten. Also Viervierteltakt ist doppelt so schnell, so wie eben. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ne? Der zählt mir immer die 1 und die 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt mache ich das gleiche wieder. 1, 2, 3, 4. Und warum mache ich das? Warum lasse ich mir nicht alle Viertel zählen? Das mache ich aus dem Grund, damit ich nur quasi nur eine Kontrolle habe, ob ich schneller werde, aber das Zählen mache ich im Kopf. Das kann man noch ein bisschen abgefahrener machen. Ich mache es mal ein bisschen langsamer. Und zwar lasse ich das Metronom jetzt nicht. Ich denke mir, die Schläge sind jetzt nicht die 1 und die 3, sondern die 2 und die 4. 2,
4, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja? Das ist eine ganz andere Denkweise. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, gebe es ja zu. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das kapiert habe. Das Ding zählt mir jetzt quasi den Backbeat. 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt mache ich es noch ein bisschen schwerer. Jetzt lasse ich mir das Metronom. Jetzt mache ich es noch ein bisschen langsamer. Das Metronom lasse ich jetzt nur einen Schlag zählen. Und zwar ist das immer die 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Also ich muss quasi im Kopf, muss ich den Rest ausfüllen und muss darauf achten, dass ich immer das Tempo halte. Also das Metronom hilft mir nicht so sehr dabei. Ich habe immer nur die 1, habe ich zur Kontrolle, ob ich tatsächlich mein Tempo behalten habe. Das ist ein bisschen kompliziert. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also ich muss sehr viel selbst machen, ne? Das Metronom macht nicht so viel für mich. 1, 2, 3, 4. So. Na, so könnt ihr damit arbeiten, mit diesem Ding. Probiert das mal aus. Am besten ihr macht das erstmal in langsamen Tempi. Bei einem Metronom kann man natürlich ganz viele komische Sachen einstellen. Hier kann man sich die 16 sogar zählen lassen oder man kann auch Rhythmen einstellen bei manchen Metronomen. Es gibt so kleine Metronomen von so schwarze, von Kork. Ne, blau sind die, blau, so kleine blaue, elektronische auch. Da kann man ganz viele verschiedene Rhythmen einstellen. Das ist aber alles, für mich ist das alles Quatsch. Also ich brauche ein Metronom, was einfach gleichmäßig klack, 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 klack macht. Und wo ich dann das Tempo schneller und langsamer stellen kann. Das ist alles, was ich brauche zum Üben. Mehr brauche ich nicht. Und so eine App, die ist kostenlos und die langt vollkommen. Also wenn ihr sowieso ein Smartphone habt, dann könnt ihr euch einfach eine App runterladen. Das ist schon genug. Ne? Ihr könnt es sogar, weil es ja hier unten einen Anschluss gibt für die Kopfhörer, ihr könnt es euch auf die Kopfhörer legen, dann hört ihr es ganz, ganz genau. Oder auch in eine Anlage rein, damit ihr es verstärken könnt. Ne? Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde mich eine positive Bewertung natürlich freuen. Ihr könnt mir gerne Kommentare da unten reinschreiben. Oder wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach, was ihr wollt. Und ich versuche das zu beantworten. Also genau, vielleicht habt ihr ja Ideen, was ich demnächst noch als Video machen kann. Ich schreibe mir das immer schön auf, also ich vergesse das nicht. Auch wenn das ein bisschen länger dauert manchmal, bis ich ein Video umsetze. Aber es ist auf jeden Fall notiert. Wenn ihr mir da unten eine Idee reinschreibt, die ich gut finde, wo ich denke, das interessiert alle, dann kommt das irgendwann. Ne? Gut, bis bald, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.